Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Video zum chorpraktischen Klavierspiel. Heute möchte ich mit euch versuchen, ein neues geistliches Lied anhand eines Liedsheets zweistimmig zu begleiten. In der rechten Hand soll die Melodie liegen und in der linken Hand die Bassstimme. Und die Bassstimme ist vorgegeben durch die Akkordbuchstaben, die im Liedsheet stehen. Bei unserem Beispiellied »Der Geist weht, wo er will« kann das dann so klingen. Und jetzt kann ich die linke Hand ein bisschen lebendiger gestalten, indem ich durchgehende Viertelspiele oder punktierte Viertel- und Achtelnoten. Noch ein bisschen lebendiger wird es, wenn ich in die linke Hand Durchgangsnoten einbaue. Durchgangsnoten zwischen zwei vorgegebenen Basstönen, die angegeben sind. Noch schöner klingt es dann, wenn ich das Pedal dazu nehme. Wir haben für euch im Download-Bereich ein paar Lieder zusammengestellt, anhand derer ihr diese Art zu spielen üben könnt. Viel Spaß dabei!